You ready, killer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Borderlands und dem aktuellen Hotfix und Borderlands gratis. Das sind die Themen heute hier und die sind auch relativ schnell abgefrühstückt. Ich will euch da gar nicht so extrem lange auf die Folter spannen, denn natürlich gab es gestern, also am 28. Mai, wieder einen neuen Hotfix, der aufgespielt wurde auf die Server, der natürlich nur dann aktiv ist, ne, wenn ihr im Ladescreen vorne oder besser gesagt im Start Charakterauswahlscreen kurz wartet und dann hinten bei euch an der Laterne leuchtet Hotfixes applied. Genau, dann ist das Ganze nur online, aber was alles drin ist, ist heute sehr, sehr schnell erzählt. Wir haben einen Fehler behoben, der die Sprechenaufforderung im Multiplayer-Modus von Pandora's Next Top Mousepiece hin und wieder nicht erschienen ließ. Ja, das ist wirklich alles, Leute. Das ist wirklich alles. Mehr kommt da nicht. Das ist also der aktuelle Hotfix. Lohnt daher also als News-Video überhaupt gar nicht. Das Einzige, was wir natürlich als interessante Info auf alle Fälle mitnehmen können, ist, dass es so wenig Änderungen gibt, weil alle Teams voll beschäftigt sind, vorzubereiten den Patch, den nächsten großen Patch. Und der kommt am 4. Juni. Da habe ich euch ja bereits im letzten Video einiges zu erzählt. Die einzelnen Phasen, wo auch der Chaos-Modus dann nochmal überarbeitet wird. Vor allem dann endlich die Möglichkeit zu haben, an den Waffen endlich stehen zu haben, aus welchem Chaos-Level denn die Waffen stammen. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr praktisch. Da freue ich mich riesig drauf. Wie gesagt, 4. Juni ist nicht mehr lange hin. Dann habt ihr das auf alle Fälle zur Verfügung. Aber viel, viel geiler ist es natürlich jetzt für die PC-Spieler. Ich bin ja keiner. Ich bin leider keiner und ich weiß auf alle Fälle so viel. Der Epic Games Store hat aus irgendwelchen Gründen nicht den besten Ruf. Das habe ich schon öfter mitbekommen, dass ich gehört habe von Leuten, die haben gesagt, oh nee, Borderlands hole ich mir erst auf Steam oder solche Geschichten. Das gab es also, weil es kam jetzt am Anfang nur für den Epic Games Store raus und dann haben die Leute gesagt, nö, ich warte auf Steam, Epic Games Store ist doof. Ich kann, wie gesagt, absolut nicht sagen, warum das der Fall ist. Ich kann aber sagen, wenn ihr nicht zu den Epic Games Store Verweigerern gehört, dann könnt ihr jetzt Borderlands gratis haben. Und zwar wirklich komplett gratis für immer. Keine Testversion oder irgendein Schmarrn, sondern direkt Borderlands, die Handsome Collection für lau. Einfach für gar nichts. Und zwar geht das Ganze bis zum 4. Juni. Was ist denn drin in der Borderlands Handsome Collection? Wir haben natürlich Borderlands 2 drin. Dann komplett alles, was so, ja, an DLCs erschienen ist, ist drin. Captain Scarlet und ihr Piratenschatz. Mr. Talks Kampagne des Metzelns. Sir Hammerlock auf Großwildjagd. Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. Dann das Necromancer Pack. Also damit, wo wir als Geish spielen können. Und als Krieg spielen mit dem Psycho Pack. Das ist in Borderlands 2 drin und das lohnt sich tierisch. Borderlands 2 ist selbst heute noch ein wahnsinnig gern gespieltes Spiel. Also da würde ich sagen, lohnt es sich definitiv reinzuschauen. Wenn ihr das bisher verpasst habt und erst mit Borderlands 3 eingestiegen seid, dann habt ihr hier wirklich die Möglichkeit, gratis zuzuschlagen. Obendrauf gibt es dann noch Borderlands The Pre-Sequel, inklusive auch DLCs, und zwar die kleptastische Reise, der Angriff auf die Holokuppel, das Baroness-Pack, wo man dann als Aurelia spielen kann, und als Jack spielen mit dem Handsome Jack Doppelgänger-Pack. Das ist alles da drin. Da muss ich sagen, die ganzen DLCs kenne ich gar nicht, habe ich gar nicht gespielt. Borderlands The Pre-Sequel ist so ein Game. Ich habe letztens das im Stream gehabt, da haben einige gesagt, ach ja, ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Ich fand das sehr, sehr cool. Ich persönlich muss sagen, dass es mich damals überhaupt gar nicht vom Hocker gehauen hat. Ich habe mich da gar nicht irgendwie großartig drauf eingelassen. Das hat mir ja an vielen Stellen einfach so auf dem Mond dieses Herumschweben nicht so gefallen gehabt. Aber egal, ne? Wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und zum einmal durchspielen lohnt es auf jeden Fall. Dementsprechend habt ihr einen PC, habt keine Scheu vor dem Epic Games Store. Dann schlagt zu, bis zum 4. Juni, 17 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit, ist das Ganze für euch gratis verfügbar. Und wie gesagt, nicht nur bis dann, sondern für immer könnt ihr das dann spielen und habt einen Mega-Fun in Borderlands 2. Wenn ihr das verpasst habt bisher, holt das auf jeden Fall nach. Eine absolute Empfehlung von mir. Und damit sind wir hier erstmal durch. Wir werden in einem meiner nächsten Videos auf jeden Fall nochmal reinschauen, was ihr alles bis dahin erledigen solltet. Richtig, denn wir haben natürlich mit dem neuen Patch dann auch das Wegfall von die Rache der Kartelle. Und deswegen werden wir nochmal genau beleuchten, was sollten wir alles noch erledigen bis dahin.
Ja, das war's von heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht bereits schon getan habt. Denn, genau, mit Glocke aktiv verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.